Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution 2 Video. Und wir schauen uns heute gemeinsam etwas an, auf das ich mich mit am meisten gefreut habe bei dem Spiel, nämlich das Jagen im Rudel. Und das können wir natürlich am besten tun, indem wir ein paar Raptoren freilassen. Und welche sind dafür besser geeignet als die vier aus dem Film? Nämlich einmal Blue, den haben wir hier. Dann haben wir als nächstes Charlie. Sehe ich jetzt gerade auch zum ersten Mal. Schön in grün mit schwarzen Streifen auf dem Rücken. Oh, falscher Knopf. Sorry. Das sieht schon cool aus. Delta darf dann natürlich auch nicht fehlen. Sieht auch echt böse aus. Richtig schön dunkelgrün mit so ein paar schwarzen und hellen Stellen drin. Und zu guter Letzt natürlich noch Charlie. Und damit haben wir den Raptor-Squad von O'Grady aus dem Film vollständig. Vielleicht kriegen wir die auch gleich nochmal gemeinsam zu Gesicht. Ich weiß gerade nicht, wo die sich hier aufhalten. Und der erste, der sich in das Territorium von dem Raptor-Squad traut, ist ein Triceratops. Das scheint hier gleich auch direkt loszugehen. Wobei, die haben sich nur kurz angeguckt und einmal abgecheckt. Ich glaube, alleine wäre das für so einen Raptor auch echt schwierig, gegen einen riesigen Triceratops. Ich glaube, jetzt könnte es passieren. Die Raptoren greifen an. Oh, die bringen ihn hier direkt zu Boden. Oha. Aber bis jetzt nur zu zweit. Der arme Triceratops, ey. Die springen hier wirklich überall rauf und das war's mit dem Triceratops. Boah, das hätte ich nicht gedacht, dass die Raptoren so stark sind. Die haben halt locker zu zweit einen riesigen Triceratops zu Fall gebracht. Und das ging ganz schön schnell. Also die waren wirklich gut koordiniert und die Animation sah wirklich cool aus. Als nächstes kommt eine Anki. Der ist gerade erst freigelassen worden und irgendwie sind die schon im Angriffsmodus, so ein bisschen die Raptoren. Ich glaube, jetzt haben sie sich doch anders überlegt. Aber der Anki hat auch eine gefährliche Waffe da hinten. Ich glaube, wenn die Raptoren die Keule abbekommen, dann könnte es das auch für die Raptoren hier gewesen sein. Oh mein Gott, einer der Raptoren ist gestorben und wird gerade verspeist von Blue. Blue, du Kannibale. Okay, das habe ich gar nicht mitbekommen. Haben die etwa so viel Schaden von dem Triceratops genommen? Scheint aber wirklich nur einen erwischt zu haben. Das heißt, wir müssen gleich mal eben Ersatz freilassen. So geht das ja nicht. So, jetzt geht's wieder allen vier gut. Man sieht übrigens, wenn die angreifen, dann gehen die hier in diese Angriffsposition. Kann man mal ganz gut erkennen. Und der arme Anki steht da. Und wird hier auch angejumpt. Auch wieder zu zweit. Oh, sogar zu dritt diesmal. Die springen auch alle auf die gleiche Seite, um ihn zu Fall zu bringen. Scheint echt gut zu funktionieren. Oh, jetzt sind sie zu viert. Und der Anki geht zu Boden. Hauptsache Blue kommt ganz am Ende einfach einmal, um zu gucken und dann zu fressen. Blue ist hier, glaube ich, wirklich der Anführer von dem Squad. Lässt die anderen arbeiten und gönnt sich dann die Belohnung. Und der nächste Kontrahent ist ein Parasaurolophus.
konnte gerade noch rechtzeitig stoppen, bevor es losgeht. Weil der kam mir direkt aus dem Wald geschossen. Der ist ganz spät erkannt, dass die jetzt schon angreifen. Ist jetzt aber auch kein Pack-Angriff. Also der greift alleine bis jetzt an. Und bringt ihn zu Boden. Das ging ja mega schnell. Oha. Das versuchen wir auf jeden Fall nochmal. Diesmal greifen sie zu dritt an. Oh, werden die auch weggetreten? Oh, jetzt liegt der am Boden. Das ist nicht gut. Aber er kämpft sich nochmal hoch. Das war's. Auch wieder kurzer Prozess, aber diesmal hat er sich etwas mehr gewehrt. Hat auch einen der Raptoren weggetreten. Ich finde das ja verdammt cool, dass jeder Kampf komplett anders immer aussieht. Aber wir probieren natürlich auch noch mehr aus. Ich bin mal gespannt, ob Raptoren auch Sauropoden angreifen. Ich habe jetzt mal einen Apatosaurus freigelassen. Der ist ja eine ganz andere Gewichtsklasse. Der wiegt wahrscheinlich das Hundertfache von so einem Raptor oder noch mehr. Kann ich gar nicht einschätzen. Aber der Raptor läuft ja schon, aber er greift eine Ziege an, okay. Also ich werde jetzt mal ein bisschen abwarten, ob die sich hier wirklich rantrauen oder ob sie den ignorieren. Oh, das sieht fast so aus, als ob die den wirklich angreifen. Oh ja. Oh mein Gott, die springen da drauf auf den Apato und zerkratzen mit ihrer langen Klaue den Körper und die Haut. Oh, wie gemein. Der Arme. Und da geht er zu Boden. Oh, der Raptor muss richtig aufpassen, dass er nicht unter dem schweren Gewicht da zerdrückt wird. Aber krass. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Dann steigern wir uns nochmal von der Gewichtsklasse. Nämlich einen riesengroßen Brachiosaurus. Also wenn die den down kriegen, dann bin ich wirklich beeindruckt. Solche kleinen Raptoren. Schaut euch das mal an von den Größenverhältnissen. Da bin ich jetzt echt gespannt, ob die Jagd auf den machen. Weil das ist echt ein krasser Größenunterschied. Es geht direkt los. Okay, die machen wirklich halt vor nichts. Oh, der schüttelt die aber runter, die Raptoren. Wie cool. Also der scheint sich wirklich zu wehren. Die Raptoren müssen echt aufpassen. Also die können ja auch verletzt werden oder sogar getötet. Weil der wirft die da teilweise runter. Oh, Rumpf. Also der Brachio ist down, aber der Raptor ist auch noch voll weggeflogen. Oh, die greifen immer noch an, obwohl der schon am Boden liegt. Raptoren sind wirklich grausam. Was für Killermaschinen. Einfach einen riesigen Sauropoden zu Fall gebracht. Aber ihr habt ja gesehen, das ist wirklich ein Risiko. Also die fliegen da auch teilweise richtig weg und können auch zertrampelt werden. Dann gehen wir jetzt mal über auf Fleischfresser. Ein Ceratosaurus. Aber auch vor dem machen die keinen Halt. Oh! Der wehrt sich aber richtig hier. Boah, der Raptor hat sich richtig am Kopf festgebissen. Aber der Cerato steht nochmal auf. Schleudert hier nochmal einen der Raptoren weg. Oh, wie krass diese Kämpfe aussehen. Das geht zwar immer mega schnell, aber das sieht so cool aus, wie der Cerato wirklich um sein Leben kämpft und die Raptoren wegschleudert und versucht wieder aufzustehen. Das ist echt mega cool. Und als großes Finale. Kommt der Spinosaurus, den ich jetzt auch zum allerersten Mal freigelassen habe. Der sieht ja richtig heftig aus. Den finde ich optisch viel cooler als den aus dem ersten Teil. Ich
bin gleich echt gespannt, wie sich die Raptoren gegen den schlagen werden, weil das ist wirklich ein Monster. Ich könnte mir vorstellen, dass alle vier sterben werden, wenn die den angreifen. Weil ich glaube, der hat auch sehr gute Angriffs- und Verteidigungswerte. Oh, ich glaube, jetzt geht's los. Die Raptoren kommen. Im Wasser kämpfen sie. Jetzt nicht mehr. Da fliegt schon einer der Raptoren. Oh, und der Spino wirft die alle runter. Also der scheint sich hier krass zu wehren. Aber die versuchen auch immer an den Hals zu springen, ne? Die sind klug, die Raptoren. Oh, wie er fliegt. Auch gegen den Felsen. Das ist ja richtig krass. Aber der Spino ist auch schon ganz schön am Bluten. Und flüchtet der jetzt? Sieht fast so aus, ne? Also ich glaube, der ist jetzt erstmal weggerannt. Hat es aber überlebt, den Angriff. Konnte ihn erfolgreich abwehren. Hat auch gut gekämpft. Ich weiß jetzt nicht, was ist denn mit den Raptoren? Die greifen sich jetzt gegenseitig an, oder was? Oh, da hinten geht's weiter. Und sie bringen ihn zu Boden. Aber er steht wieder auf. Ey, diese dynamischen Fights sind so cool. Er versucht halt alles, um die da runterzuschleudern. Blue macht jetzt auch mit. Sie haben es wirklich geschafft. Aber guckt euch das mal an. Der Spino hat den Raptor bis da vorne geworfen. Das ist halt wirklich ein ganz schönes Stück. Ey, was ein krasses Finale. Das Pack-Hunting von den Raptoren ist richtig cool gemacht. Also es sieht auch immer anders aus. Ich glaube, das kann man sich wirklich stundenlang angucken. Da werde ich definitiv irgendwann nochmal ein Video machen und das dann nochmal mit anderen Dinos ausprobieren. Ich hoffe, es hat euch auch so viel Spaß gemacht wie mir. Falls ja, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.